Hallo Leute, wir sind wieder da bei Let's Play Pokémon Weiß Together. Und ich sehe gerade, wir sind in Stratos City, wie so auch immer. Okay. Naja, gut. Wir haben Klaus dabei. Das muss reichen. Okay, wir waren noch nicht in Tessera. Das heißt, ich mach mal einen kleinen Ausflug nach Ondula. Dann machen wir uns dann mal schön auf den Weg nach da oben. Aber erstmal kommt der Klaus wieder raus aus dem Team. Der Klaus muss raus. Da kommt der Renekton wieder rein. So, ach ja, weil ich vor einiger Zeit gesehen habe, wir haben ja hier noch ein paar Trainer offen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube mal nicht, dass Koto die jetzt schon gemacht hat. Dann haben wir denn noch Super Shots oder so Zeug. Ja, haben wir sogar noch 28 Stück da, das ist ja super. Soweit ich mich erinnere, waren hier noch ein paar Trainer. Ach, bist du etwa auch hier, um Cynthia schwimmen zu sehen? Apropos Cynthia, wir haben gerade Sommer in diesem Spiel. Das Cynthia ist, glaube ich, gerade ein gutes Stück, eine gute Spur zu stark im Moment. Zumindest eine gute Spur zu stark für das, was wir gerade im Team haben. Er kann Eisstrahl natürlich. Naja, hat wenigstens keinen Step drauf. Europe ist ja kein Eis-Pokémon. Europe ist ein reines Wasser-Pokémon. Ein Mamunida. Hat zwar eine ziemlich hohe physische Verteidigung, aber wir haben einen Boost drin. Ja, auf jeden Fall schon mehr als die Hälfte. Oh, und mit dem Volltreffer sogar besiegt. Okay, das ist doch super. Jetzt auf jeden Fall schön mal Level 54 für Timon. Die Schwimmerin Josephine haben wir damit auch besiegt. So, ups, das, da wollte ich jetzt gar nicht rein, ich wollte in die Pokémon-Liste. ESPN braucht noch ein Level-Up. Der Rest ist schon 54. Hier haben wir noch ein paar Schwimmer. Hey! Okay, die hatten wir anscheinend schon. Den aber noch nicht. Wir wollen ja alle Trainer mitnehmen. Schwimmer Alexei. Oder Alexei, keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht. Auf jeden Fall erstmal Edelspiel in den Kampf schicken und das Bylord. Ah ne, das ist kein Bylord, das ist ein Beimer. Bylord wäre eine gute Spur größer. Noch ein Beimer. Das machen wir doch gleich nochmal mit dem Donner. Ordentlich EP und Schwimmer besiegt. Hier haben wir auch noch eine. Wie sanft sich die Wellen in der Bucht von Ondula doch liegen. Schwimmerin Bernice. Mit einem Corazon. Und
tolles Pokémon, auch wenn es leider nicht allzu viel kann. Aber es gibt ordentlich EP. Da oben ist nix. Hier ist die Bucht dann auch zu Ende, aber hier haben wir noch einen. Meine Pokémon und ich, wir schwimmen immer zu und auch im Wasser wird gekämpft. Schwimmer Fjodor. Auch immer man diesen Namen aussprechen mag. Ein Morlord. Und jetzt finde ich es echt schade, dass wir keinen Energieball auf jeden Spin drauf haben. Pflanzenattacken haben wir generell keine. Naja, ich probiere mal, was eine Ampelleuchte Schaden macht. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich keine Elektroattacken gegen ein Wasser-Pokémon verwende, Morlord hat auch einen Bodentypen. Und da ist nichts mit Elektro. Okay, er kommt mit einem Regentanz. Ich habe jetzt auch keine Angst, dass ich hier daneben hauen könnte, weil das Facettenauge erhöht die Genauigkeit von dem Ampelleuchte wieder auf 100%, auch nach einem Drop. In Ladungsstoß. Ja, ersetzen wir mal den Ladestrahl. Ladungsstoß kann man im Doppelkämpfen sehr gut gebrauchen. Vor allem, wenn man den Gegner gezielt paralysieren will. Gegen einen Entoron, da bleibe ich jetzt nochmal ganz kurz drin. Wobei, ich kriege jetzt... Okay, er hat kein Wassertempo. Alles klar. Ich würde gerade sagen, ich hätte ein minimales Problem, wenn er jetzt Wassertempo hat und schneller ist. Aber hat er ja nicht. Er hat Wolke 7. Das hebt sogar die Wettereffekt auf. Ja, mit einer Amnestie sollte er vielleicht sogar einen Donner überleben. Aber er ist paralysiert, okay. Sein Kopfstoß. Der könnte wehtun. Aber wir haben es überlebt. Einfach mal hoffen, dass der nächste jetzt tötet und das wieder Zufallswert nicht verarscht. Sehr schön. So. Dafür darf sich Elispin jetzt aber auch eine kleine Auszeit gönnen. Wen schicken wir denn jetzt nach vorne? Die Eistüte hat schon lange nichts mehr gemacht. Wobei, anders überlegt, die Eistüte kann auch nicht allzu viel gegen Wasser-Pokémon machen. Da schreibt mich wieder jemand auf Facebook an. Schick mal Nick nach vorne. Der kann zumindest noch viel Ender spammen. Schutz wirkt nicht mehr, ich gehe einen Schritt und es kommt ein wildes Pokémon. Ein Mantyrps. So. Dann legen wir doch mal noch eine Runde Superschutz nach. Und hauen den Trainer auch mal eins für die Mütze. Svatoslav. Also die Namen werden hier immer besser. Der ist bestimmt Russe. Typenspiegel, okay. Das hat dir jetzt genau was gebracht? Du hast einen Wassertypen durch einen Wassertypen ersetzt. Das können wir eh das Spiel nochmal schnell machen lassen, weil da braucht ihr nur schnell einen Ladungsstoß. Auch wenn er gefährlich wenig KP hat.
Apoqualle. Das machen wir mit Renekton. Weil Apoqualle hat mir zu viel Spezialverteidigung, was das ist. Ein Donner von Edelspin überleben könnte. Allerdings ein Knirscher von Renekton sollte ausreichen, weil in der physischen Verteidigung ist Apoqualle nicht ganz so stark. Ja, hat doch nicht ganz gereicht, okay. Aber hätte ja sein können. Da gibt's Level 55 für Renny. So, ich glaube, jetzt sind wir aber durch hier. Ja genau, hier sind wir schon wieder an der Bucht. Gehen wir jetzt nochmal schnell ins Pokémon Center. Rennen erstmal voll gegen die Theke. Werfen Schwester Joy unsere Pokébälle entgegen, damit sie sie ganz schnell wieder fit machen kann. So, falscher Knopf. Hier wollte ich einmal ab aufs Fahrrad. Dann ab auf eine neue Route. Route 13. Steht auf dem Schild da. Route 13. Okay, das war irgendwie sehr informativ. Sieh an, was für ein stolzer Trainer. Da zeige ich dir mal meine Pokémon, auf die ich nämlich bin ich nämlich auch sehr stolz. Dame Gisela. Die heißt ja genauso wie Andres Gießkanne. An dieser Stelle schöne Grüße an André und auch an deine Gisela. So. Dann machen wir doch mal eine Kaskade. Jetzt finde ich mir so stylisch wie Kalklinge, aber dafür ein bisschen stärker und ein bisschen genauer. Ein Palimpalim. Nein, da bleibe ich drin. Mit einem Vielender. Der ist sehr effektiv und der sollte das Palimpalim auch auf einen Schlag umhauen. Und da haben wir die Gisela auch besiegt und die hat uns eine Menge Kohle gegeben. Ein Pokémon-Kampf voller malerischer Naturkulisse. Da lacht das Herz. Gentleman Alexis mit einem Porenta. Na, wenn du meinst. Solange es sich keine Lauchstange trägt, ist es für mich ungefährlich. Ach, eine Top-Genesung hat der Idiot auch noch. Dann meint man, man kann ihn schön mit einer Prio-Attacke verarschen, dann kommt er mit sowas. Ja, komm, dann kriegst du jetzt noch schön einen Surfer. Jetzt werde ich auch noch auf Skype angeschrieben, damit weiß ich jetzt ziemlich sicher, wer mich vorhin in Facebook angeschrieben hat. Das müsste nämlich der Chrissy gewesen sein. Höchstwahrscheinlich darf ich ihn heute wieder abholen. Yay! Ein Granbull kommt. Ja, da möchte ich wechseln. Petri haben wir heute noch gar nicht draußen gehabt. Ach ja, stimmt, der Bedroher. Den hab ich wieder ganz vergessen. Na dann kriegst du hier eine Akrobatik. Macht er. Wir haben noch mehr als die Hälfte, das ist alles, was ich brauche. Ein Volltreffer, sehr schön. So.
Haben wir denn noch? Was haben wir denn noch an Medizin dabei? Wir haben sogar noch ein bisschen Kumo-Milch, das ist ja sehr schön. Petri muss mal gesund halten. Ja, da vorne ist ein Doppelkampf. Moment, wen haben wir denn vorne? Machen wir mal einen Doppelkampf mit der Eistüte und mit Edelspin. Die kann dann eine schöne Bolt Beam Coverage zu zweit. Unser Team ist unschlagbar, das bekommst du gleich zu spüren. Zwillinge Emmy und Lynn mit Plüssel und Minun. Das ist ja herzallerliebst. Dann erst auf den Offensiven gehen. Das ist in dem Fall Plus. Minun ist der Defensive von den beiden. Trumpfkarte. Trumpfkarte wird erst richtig böse, wenn sie häufiger hintereinander eingesetzt wird. Also wenn die AP runtergehen. Je weniger AP man mit der Attacke hat, desto mehr Schaden verursacht sie. Das ist einfach das Fiese an der Attacke. Oh, und wir haben ihn verwirrt, das ist sehr schön. Da kommt die zweite Trumpfkarte, die müsste schon ein bisschen mehr machen. Ja, richtig gefährlich ist auf jeden Fall nur die letzte Trumpfkarte. Die hat dann irgendwie eine Stärke von, was weiß ich, 190, glaube ich, war das. So, Illuspin hat damit auch Level 55 erreicht. Geht ja heute richtig zügig. Der Schutz wirkt nicht mehr. Ja, stimmt. Das ist hier oben. Ich würde erstmal hier unten sauber machen. Du da, zeig mir, was für tolle Pokémon du dir geangelt hast. Ich habe nichts geangelt. Meine sind größtenteils aus dem hohen Gras gefangen. Beziehungsweise aus Fossilien wieder erweckt. Oder aus ein Geschenk. Mit irgendwelchen Leuten. Ja, ein Krabi. Mag ich jetzt nicht, dass da ein Krabi steht. Das kann die Eistüte nämlich nichts machen. So. Irgendwie wusste ich, dass der das so knapp überlebt. Naja, hätte ich doch boosten sollen. Halt noch eine Drachenklaue hinterher. Ein Octillery. Das habe ich ja ewig nicht mehr gesehen, sowas. Eigentlich muss ich sehr effektiv wegkommen, weil das Viech überlebt sonst alles. Also kriegt er einen kleinen Donner. Wobei ich denken kann, dass er sogar den Donner überlebt. Oh, tut er aber nicht. So. Wieso flattert denn da der Brief vom Himmel, den ich selbst aufgegeben habe? Eine Schirmdame. Was ich hier mache, ich bin in Sachen Schatzsuche unterwegs. Ja, Schatzsuche. Das macht total Spaß. Wahnsinn. Erst vorhin habe ich etwas am Strand gefunden, vergraben im Sand. Da ich genau sowas aber schon mal gefunden habe, überlasse ich es dir. Ein Küstensalz.
Auch morgen gehe ich hier wieder auf Schatzsuche. Vielleicht finde ich ja noch etwas. Du kannst also gern vorbeikommen, wenn du nichts Besseres zu tun hast. Ja, als Pokémon-Trainer hat man ja sonst wirklich nichts zu tun, ne? Wissen wir ja alle. So, jetzt schauen wir noch mal kurz da rein. Ach, das ist der, der die Hyperstrahl-Variationen für die Starter beibringt. Okay. So. Ich stelle mich dann mal Richtung Norden hin, damit Koto Bescheid weiß, er muss, dass er nach Norden muss. Ansonsten würde ich jetzt diese Aufnahme beenden und endlich mal meine Facebook- und Skype-Nachrichten beantworten. Wir sehen uns dann in der übernächsten Aufnahme wieder, wenn es heißt Let's Play Pokémon Weiß Together. Ja, bis dahin, macht's gut!